Hier ist Rainer. Rainer ist 48. Guten Morgen, Rainer. Metal-Leute, servus. Ja, Rainer, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich habe vor Jahren, auch wenn das damals nicht da, also nicht damit, ich habe damals nicht gedacht, dass es solche Ausmaße annimmt. Ich hatte damals, ich glaube, 83 Abonnenten. Das war irgendwie so die Schlüsselzahl. Und hatte damals ein Forum. Über dieses Forum haben dann angefangen, Leute mich zu verarschen. Oh. Das heißt, du bist betroffen und dir wird übel nachgestellt irgendwie? Ja, genau. Oder so. Okay, aber da kann man ja rechtlich vorgehen. Sie haben da ja mehr als einmal Schaden angerichtet. Also es wurde unter anderem mein Gewächshäuschen eingeschmissen mit Steinen. Es sind mehrfach Hausfriedensbruch begangen. Es wurde tatsächlich mein Tor beschädigt. Also wirklich, es ist ein Teil vom Tor weggebrochen, was ich im Nachhinein wieder hinschweißen musste. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Krawall passiert. Und ich habe aber mich nicht einmal darüber aufgeregt. Also ich weiß nicht, ob man da, wie gesagt, wie die Polizei da war am Anfang und am Ende, also beim ersten Mal, beim zweiten Mal, da habe ich mich mal kurz ein bisschen aufgeregt, obwohl ich mich da mehr über die Polizei aufgeregt habe als über die Hater, weil die Polizei da keine Anzeige machen wollte oder Anzeige aufnehmen wollte. Und dadurch hat sich dann die Sache für mich ein bisschen so gestaltet, dass ich mir gedacht habe, ich habe mich einfach verloren gefühlt in dem Moment, weil ich halt einfach gedacht habe, ich kriege da keine Hilfe.